Schön hier, oder? Das da hinten ist das Matterhorn. Also ein bisschen was davon, viel kann man nicht sehen. Wir sind hier in der Schweiz, im Wallis. Zermatt ist auch irgendwo da unten. Und hier ist die 5-Seen Wanderstrecke mit ganz, ganz vielen Wanderern. Und da frage ich mich immer bei Wanderer, wieso sehen die so scheiße aus? Wieso geben die am Anfang des Berges ihre Würde ab? Und dann gehen sie hier hoch. Mit komischen Funktionshosen, gegen Regen und hässliche, klobige Wanderstiefel in Braun und Grau. Und scheiß Funktionsjacken. Total kacke sehen die aus. Bei alten Leuten, die sehen immer kacke aus. Das ist okay. Aber selbst junge Leute kriegen es hin, hier in den Bergen beim Wandern immer kacke auszusehen. Wer noch das Ganze toppen will, nimmt noch zwei Wanderstöcke mit. Oh, da hinten sehe ich zwei, die sehen ganz normal aus. Das sind absolute Toplets. Die haben sich nämlich auf nichts vorbereitet. Aber alle, die gerne wandern und entsprechend die Kleidung dazu tragen, die sehen alle kacke aus. Ich kann das nicht verstehen. Jojo, kannst du das verstehen? Ich kapiere es einfach nicht. Aber wir schwenken gleich mal rüber, denn die beiden haben sich nämlich im Vorfeld um nichts gekümmert und sehen entsprechend genauso aus. Das finde ich super. Die sehen wir uns jetzt noch an und dann gehen wir weiter wandern. Hurra! Absolute Toplets. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich bin gefangen in der Bergziegenwelt. Scheiße. Hätte ich bloß Wanderstiefel angezogen?